Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Ich weiß nicht warum. Für mich ist es gerade auch der Tag, wo ich die letzten Weekend League Spiele gemacht habe, die so blöd waren und das letzte Spiel, was ich gewonnen habe, aber wo es nur darum ging, für den Monat mehr Spiele zu gewinnen. Und ich habe gerade einfach noch Bock, noch mal ein Spiel zu machen. Obwohl mich eigentlich die letzten Spiele total frustriert haben, habe ich das Gefühl, Liga ist Liga und Weekend League ist Weekend League. Und aus diesem Grunde. Schon wieder, ist die Mannschaft wechseln, verdammt nochmal. Aus diesem Grund habe ich irgendwie Bock, Liga zu spielen. Mir sagt mein Gefühl, das sind die Gegner jetzt auch leichter, ich weiß es nicht. Aber ich will einfach mit einem, obwohl wir jetzt das letzte Spiel gewonnen haben, will ich einfach mit einem richtig guten Spiel aufhören. Und ich glaube, das schaffe ich, indem ich jetzt nochmal eine Runde Ligaspiel spiele. Wenn ich das Spiel verliere oder unentschieden spiele, mache ich keine weitere Aufnahme. Wenn ich das Spiel gewinne, mache ich auch keine weitere Aufnahme. Mir geht es gerade nur darum, noch ein abschließendes Spiel. Entweder fühle ich mich danach noch beschissener und denke mir, fuck, hättest du noch kein Spiel gemacht, hast du das verloren? Oder ich denke mir danach, oh geil, du hast gerade 100-0 gewonnen. Richtig geil. Ach, wir hatten auch wieder so viele Alu-Treffer und oh mein Gott. Und der letzte Gegner hat so viele Fehler gemacht vor seinem Kasten und wir konnten die einfach nicht ausnutzen. Das hat mich am meisten aufgeregt. Außer dann halt der eine Treffer da mit Müller, da war ganz okay. Ach so, jetzt finden wir natürlich wieder keine Gegner in der normalen Liga, weil sie alle noch Weekend League spielen oder halt einfach gar nicht spielen um diese Uhrzeit. Aber ein Spiel, da hätte ich echt noch Bock drauf. Nur eins, komm schon. Und wenn es geht, niemand, der hier irgendwie cheatet oder so. Ich will einfach nur ein ganz normales Spiel machen. Komm, spiel einfach, danke. Och, als ob ich's geahnt hätte. Als ob ich's geahnt hätte, dass jetzt in der Nacht natürlich wieder ein Cheater, Bug-Abuser, Abbrecher, irgend so ein Hund halt kommen muss. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich ist es wenigstens einer, der mir einen Sieg schenkt. Ja, er schenkt mir einen Sieg, wie es aussieht. Och, er schießt daneben. Trottel. Scheiße, Mann! Mach das Ding doch selber rein! Ganze nochmal. Ich wollte doch einfach nur ein schönes Spiel haben. Ist denn das so schwer? Dann haben wir einen Bug-Abuser, der anscheinend auch noch ein Eigentor schießen wollte, aber halt es nicht fertig bekommen, dieses Eigentor zu schießen. Und am Tor vorbeischießt. Richtig geil. Das ist ein Spieler, aber in vom Rechtsverteidiger, dann diese zwei Squad-Building, Man-of-the-Month-Spieler. Das ist hart. Und ich glaube, der ZOM war Lukaku, oder? Wieso haben wir denn Lukaku als ZOM und nicht als Stürmer? Naja, egal, jetzt haben wir ein letztes Spiel, was ich noch mache jetzt für mich in dieser Nacht und entweder gewinne ich oder ich verliere es. Konzentration, ich will gut spielen, ich will gewinnen. Weekend League ist vorbei, jetzt haben wir wieder normale Liga, jetzt geht es darum, 14 Punkte zu erspielen, um in der nächsten Weekend League dabei zu sein. Das soll eigentlich nicht so weitergehen, schade. Okay. Krasses Tor. Krasses Tor von Buddebu. Wollte ich eigentlich ins lange Eck ziehen, er macht ihn einfach ins kurze rein. Warum könnte denn sowas nicht in der Weekend League mal irgendwie passieren? Fuck, Mann. Schön rausgespielt, schön gesehen. Und ich glaube, da war abgefälscht. Sonst wäre vielleicht auch ins lange Eck. Aber egal, Tor ist Tor, geht auf Defensiv. Okay.
Es war sehr, sehr ungeil. Naja. Ach so, wir haben irgendwie das geschafft, wieder auf magische Weise den Ball an den Gegner ranzuspielen, bevor uns ausging. Sehr geil. Da haben wir Glück, dass das nur Alu ist. Konzentration. Zweites Tor wäre richtig geil. Oh, verletzt. Wie hat er denn das gemacht? Oh, da kommt gar nicht so schlecht. Und da hätte ich vielleicht noch einen Schritt gehen müssen. Mal Glück oder halt auch nicht. Ich dachte, da wäre eh nicht rein, oder? Braucht unbedingt das zweite Tor, weil der Gegner macht's nicht schlecht. Och, Glück gehabt. Und ich glaube, ne, wir waren zuletzt dran, schade. Okay, da kommt der Riese richtig hoch. Alter, können die Pässe mal bitte nicht ankommen, komplett aus der Drehung, ohne dass er irgendwas sieht? Wäre geil. Meine Herren. Ja, da drängt er uns leider gegen den Ball und der geht dann ins Aus. Schön gespielt, aber leider war dann die Ballannahme super schwer, sodass er keinen geilen Schuss mehr bekommt. Kommt viel zu hoch. Das war auch richtig scheiße. Oh, ich dachte, er läuft durch, weil er halt wie ein Kaputter losrennt. Nein. Er war komplett alleine.
Aber schwer, da Druck hin zu bekommen. Die Angriffe vom Gegner sind einfach viel zu gefährlich, obwohl er halt in der Abwehr echt schlecht ist, finde ich. Obwohl wir, und wir haben halt auch erst ein Tor, ist auch kacke. Ey, ich drehe mich einfach um, damit er den Ball normal annimmt und ich vom Strafraum des Gegners weglaufen kann. Und was macht er? Er zieht den Ball zurück zum Gegner. Alter, weg mit dem Ball! Oh, nimm den Ball nicht mit. Oh, schön mitgenommen, Lacazette, das hast du hervorragend gemacht. Ja, ich wollte natürlich mit Lacazette schießen, aber ich wusste ja nicht, dass er passt direkt wieder bei Boudebou landet. Oh, ist fast bei mir. Natürlich kein Foul. Alter, das gibt's doch nicht! Jedes Mal bleibe ich an diesem scheiß Fuß hängen.
Geh einfach weg, Kruseki. Aber wenigstens macht er dann auch einen Fehler. Gehen wir mal auf sehr defensiv. Ich Idiot. Vergessen wir, dass diese langen Pässe eh nicht kommen. Wenn man sie nicht straff macht. Das war ein Risikopass, aber ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie mich rumdrehe und versuche weiter geradeaus zu laufen, es wird eh nichts. Versuch halt einfach mal, den besser positionierten anzuspielen. So, mal gucken, ich muss diesmal lösen. Hätte ich wahrscheinlich vielleicht flach ins lange Eck versuchen können. Aber es waren halt einfach keine Situation, wo ich genügend Zeit hatte, das zu überlegen. Und dann hat man auch Diarra, der hat keinen guten Schuss. Gelb. Nein, hintenrum, nicht von rum, kein Laufpass. Mach ich denn eigentlich kein Zeitspiel, verdammt. Oh, das ist so wie zum Thema Zeitspiel. Wir haben es gewonnen, 1-0, keine Ahnung, was verdient war, ich glaube schon, aber ich mache jetzt definitiv keine Aufnahme mehr, ich merke auch, dass ich schon zu müde werde. Vorlagen Pereira. Na gut, aber trotzdem, erstes Spiel, erster Sieg in der Liga, das ist schon mal schön, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 3 Siege und 2 Unentschieden oder halt 4 Siege, um rein theoretischerweise qualifiziert zu sein für die Weekend League, da ich glaube 14 Punkte reichen oder so. Ja, also wie gesagt, man muss nur die Klasse halten. In der Liga 1 und dann ist man halt auch qualifiziert. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.